bitte nicht bewegen, euer Hochgeboren. Die alten Knochen, müsst ihr wissen. Sie plagen mich seit einiger Zeit. Eine missliche Angelegenheit. Ich arbeite so zügig, wie ich kann, euer Hochgeboren. Dafür seid ihr bekannt. Die letzten Feinheiten verlangen jedoch höchste Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl. Selbstverständlich. Ich habe mich einst selbst in der Malerei erprobt, müsst ihr wissen. Zu meiner persönlichen Erbauung, versteht sich. Und keineswegs in solcher Meisterschaft wie ihr. Aber ich kenne die Geduld. Ich kenne die Genauigkeit, mit der man vorgehen muss. Ich bin ein großer Bewunderer der Künste, verehrter Gortius. Nur einen Augenblick Geduld noch, euer Hochgeboren. Selbstverständlich. Gortius. Geldorb Gortius. Welch glückliche Fügung. Ich kann mir keinen vortrefflicheren Maler vorstellen, Gott sei's gedankt. Und den spanischen Gesandten, die das Porträt bezahlen. Die Spanier. Warum nur zeigen sie in den Friedensverhandlungen nicht solches Entgegenkommen? Dann wäre ich schon bald wieder zurück in Brake. Aber nein, keinen Fußbreit rücken sie von ihren Ansprüchen ab. An Sturheit übertreffen sie selbst die Niederländer. Ich bringe sie zu keiner Einigung. Da mag der Kaiser eine Beilegung der Krise noch so sehr herbeisehnen. Und doch, ein erfolgreicher Abschluss wäre auch für mich von höchstem Interesse. Ich darf beim Kaiser keineswegs in Ungnade fallen. Meine guten Beziehungen zu ihm sind allzu kostbar. Auch wenn sie der Landeskasse wenig zuträglich sind. Was ich nicht alles für ihn herbeigeschafft habe. Die erlesenen niederländischen Gemälde, die seltenen Magnete, die englischen Doggen. Wenn nur seine Zahlungsmoral nicht so schlecht wäre. Das Geld fließt durch meine Hände und fehlt mir beim Ausbau von Schloss Brake. Und dann muss ich mich plötzlich dreister Gläubiger erwehren. Auf unseren Hof ist einer von ihnen gekommen. Erzschelm, hat er gerufen. Ein Handwerker. Nur wegen einiger unbeglichener Rechnungen. Ein unerhörter Aufzug. Euer Hochgeboren. Ach, dieses törichte Volk denkt nicht weiter als bis zur Münze in seiner Hand. Warum verstehen Sie nicht, dass mein Wirken hier in Köln auch Ihnen zugute kommt? Meine Arbeit für den Kaiser, meine Verbindung zu ihm. So sichere ich den Fortbestand unseres lippischen Landes, um das ich mich stets gekümmert habe. Selbst nach dem Tod meiner geliebten Frau. Obwohl ich melancholisch war, habe ich ein zweites Mal geheiratet und bisher 10 Kinder gezeugt, allein 5 männliche Erben. Ich habe herrliche Tauffeste veranstalten lassen, die mit Turnier und Bewirtung den hohen Gästen in bester Erinnerung geblieben sind. Nur so pflegt man alte Beziehungen und knüpft neue. Nur so lässt sich Lippe gegen Ansprüche anderer Lehnsherren verteidigen. Gute Beziehungen sind eine Schutzmaßnahme. Kostspielig, für wahr, aber erforderlich. Zum Nutzen aller. Und zum Wohle unseres Landes, das schon längst von der Landkarte verschwunden wäre, wenn ich mich nicht fortwährend bemüht hätte. Aber das verstehen Sie nicht, diese kleingeistigen Leute. Das große Ganze, das verstehen Sie nicht. Ihnen geht es nur ums schnöde Geld. Verzeiht, euer Hochgeboren, aber der Glanz in euren Augen ist mir noch nicht gelungen. Gleich bin ich soweit. Verehrter Gortius, diese Wut galt nicht euch, sondern einer üblen Erinnerung. Bitte, fahrt nur fort. Ich werde so starr sein wie Michelangelos David. So, es ist vollendet. Wollt ihr einen Blick wagen, euer Hochgeboren? Selbstverständlich.
Exzellent. Sehr gut getroffen, mein hochgeehrter Gorzus. Sehr gut getroffen.